Hallo, wir haben heute den Erik Berder, Projektleiter und Abteilungsleiter für den Bereich Hallo. E-Bike. Wir stellen heute einen neuen Akku vor mit einem mega geilen Bike, muss ich sagen. Es ist eine tolle Sache. Es war nur ein Prototyp, habe ich gehört, oder? Vielleicht sagst du kurz was zu dem Bike. Ja, das Bike, das ist jetzt unser Showbike für die Messe, die jetzt ansteht, die Eurobike, die größte Fahrradmesse in Europa. Und da wollen wir einfach unseren neuen Akku, unsere neue Innovation, den V10 Intube, einfach präsentieren. Okay, super. Der V10 Intube, das ist der Akku, den ich mal kurz hier rausnehme. Sagst du vielleicht mal was dazu? Was ist daran Besonderes? Ja, jeder, der sich ein bisschen mit E-Bike schon mal auseinandergesetzt hat, der weiß, dass integrierte Batterien, das ist nichts Neues. Aber was ist jetzt neu an dieser Batterie und was ist da innovativ dran? Ja, unser Target ist halt immer, wir messen uns an dem Wettbewerb. Und wenn man sich jetzt den Wettbewerb anschaut und Batterien in denselben Baugrößen, liegen jetzt etwa bei circa 625 Wattstunden. Ja, okay. Und wir haben es einfach geschafft mit unsere neuen 21700er Zelle und mit einer ausgeklügelten Anordnung der Zellen haben wir geschafft, hier in diese Batterie 725 Wattstunden reinzubekommen. Okay. Das klingt recht gut. Ich bin jetzt zwar kein E-Biker, aber könnte mich daran gewöhnen. Das heißt, wir haben hier also einen ganz klaren Wettbewerbsvorteil und ja, was Einzigartiges, oder? Definitiv, definitiv. Und das kommt jetzt zur Eurobike, die am 4. bis 7. September, korrigier mich, Korrekt, stattfindet. korrekt. Da wird er exklusiv vorgestellt und ab dann ist er auch zu beziehen. Ja, die Serienproduktion, also die Nullserie startet nächstes Jahr im Frühjahr und die Serienproduktion dann im Herbst. Aber man kann jetzt schon auf euch zukommen und kann sagen, ich Ja. möchte ihn haben, ich möchte gerne Serie entwickeln mit euch. Ja. Das wäre schon möglich. Ja. Was hat es hier oben mit dem, wie nennt man das, Abdeckung? Das Cover. Das Cover? Ja, genau. Also da ist es nun so, wir bieten das Cover optional zur Batterie dazu. Das kann sich jeder Kunde optional dann eben wählen oder er macht sich eben sein eigenes Cover, je nachdem, was er für ein Rahmendesign auswählt. Wir bieten zu dem Kunden natürlich auch das Open Mold für den Rahmen an. Das heißt, für Kunden, die sich keine eigene Rahmenentwicklung leisten können, keine Werkzeuge, bieten wir auch das Open Mold an. Das heißt, die können dann bei dem Rahmenhersteller, den wir definiert haben, können sie sich dann das Tube dann kaufen und dann entsprechend auch unser Cover dann dazu. Wichtig bei dem Akku oder beim E-Bike ist natürlich auch das Ladegerät. Kaufen wir das zu oder produzieren wir das selbst? Gibt es da auch irgendwie ein besonderes Highlight oder was drüber zu sagen? Nun, das Ladegerät, das stammt aus unserem Haus, Okay. eigene Entwicklung, eigene Produktion. Aber Produktion ist dann in Fernost in China, in unserer Niederlassung. Das Besondere am Ladegerät ist dann natürlich auch, wir haben hier einen speziellen Automotive-Hirschmann-Stecker. Ah, habe ich gesehen, okay. Genau, wir haben für die Entladung und für die Ladung nutzen wir denselben Stecker. Da sparen wir uns Geld am Ende. Am Ende ist es dann für den Endverbraucher ist es Geld, was er sich auch spart, weil dann die Batterie insgesamt günstiger wird. Die Qualitätsanforderungen sind bei uns immer sehr hoch und deswegen haben wir uns jetzt für einen Steckerlieferanten aus dem Automotive-Bereich entschieden und haben dann mit ihm ein Stecksystem entwickelt. Okay. Abschlussfrage: Bist du da am Stand Eurobike? Kannst du den Leuten, den Kunden, Rede und Antwort stehen? Definitiv. Okay, dann sehen wir uns auf der Eurobike. Bis Ich freue dahin. mich. Ciao.